Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Christopher und den Kuku ist die erste Rulebreaker SBC. Das Event ist ja soeben gestartet und wir haben einige interessante Karten mit geboosteten Stats. Wir schauen uns die SBC von Christopher in Kuku mal genauer an und gehen natürlich auch in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 150 bis 160.000 Coins, natürlich immer abhängig auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Spielern, das kann ich euch jetzt hier so auf den ersten Bildschirm nicht zeigen, aber wir gehen mal rein direkt in die erste SBC. Ich zeige euch aber auch, dass es hier ein sehr, sehr interessantes Pack gibt, ein Prime Goldspieler Pack im Wert von 45.000 Coins. Das sollte man sich nicht schön rechnen, aber oh mein Gott, ihr könnt es machen, ja? Ist ja nicht verkehrt. Ansonsten wünsche ich euch da Glück, falls ihr den Spieler macht, dass ihr aus diesem Pack auch was Schönes ziehen werdet. Momentan haben wir Special-Karten drinne und das heißt, es könnte sich für euch eventuell lohnen. Hier haben wir die beiden Karten. Wir schauen uns erstmal so die Stats an. Das ist die geboostete Schusskarte. Also es gibt zwei gravierende Unterschiede. Wir haben einmal die Auswahl mit dem geboosteten Schuss und dann die Auswahl mit dem geboosteten Passspiel. Hier ist dann natürlich das Passspiel und in der anderen Karte das, die Schusswerte dann schlechter bzw. besser. Ansonsten ist alles gleich und außer natürlich das schöne dynamische Bild. Das ist natürlich Geschmackssache. Und ich würde sagen, schauen wir uns erstmal seine normale Karte an. 4 Sterne Skills. Und 3 Sterne schwacher Fuß, das ist bei beiden Karten natürlich auch gleich geblieben. Sonst, wie gesagt, alles ist gleich, abgesehen von diesen beiden Stats. Schauen wir uns die Karte mal an sich an. 85 Tempo und ich muss sagen, ich habe schon seine Inform-Karte gespielt und ich fand sie sehr, sehr gut als Box-to-Box-Spieler. Und ja, diese Karte ist natürlich nochmal um einiges besser, egal in welcher Version. Ich tendiere aber tatsächlich eher zu der Passkarte, die hat einfach plus 19 mehr Passen gegenüber der Schusskarte und das ist für mich einfach ein perfekter Box-to-Box, ein Achterspieler, der einfach ein sehr, sehr gutes Passspiel mitbringt. Ich bin ohnehin einer, der viel passt und deswegen kommt mir diese Karte sehr gelegen. Ich überlege tatsächlich auch, diese Karte für mein Team zu machen und dann auch mit der Passvariante zu wählen. Ansonsten natürlich, falls ihr in der Bundesliga euch ein Spieler fehlt, ich würde euch aber tatsächlich dann eher zum Wirtz raten, der ja auch momentan noch in den SBC verfügbar ist, den abzuschließen. Der hat overall, ich denke mal, nach vorne die besseren Stats aufgrund auch seines schwachen Fuß. Das ist auch besser. Ansonsten ja, ist das natürlich eure Entscheidung, aber guckt euch mal diese Stats an. Also er hat einen guten Reaktionswert. Ich muss sagen, für diese Position, für ein ZM bzw. ZOM, hat er wirklich ein hervorragendes Tempo. Den Außenrissschuss bringt er mit, den angeschnittenen Schuss, also auch nach vorne hin geht einiges. Insgesamt das Dribbling finde ich hervorragend. Kleine Schwäche wäre natürlich der schwache Fuß. Und für mich vielleicht auch auf der Position die Mittel-Mittel-Workrates. Ansonsten wenn ihr diese geboostete Schusskarte nimmt, finde ich sein Passspiel unglaublich schlecht auf der Position und das muss ich leider so erwähnen. Ich würde die Passkarte abschließen. Okay, das soll es gewesen sein erstmal mit der Übersicht für die Karte. Ansonsten schreibt es mal gerne rein in die Kommentare, was ihr gewählt habt und das ist die erste SBC mit den folgenden Bedingungen. Bundesliga braucht man mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 60 und natürlich 11 Spieler. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür ganze 9 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen. Dann ist Nkuku nicht mehr in dieser Version abschließbar. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go.
Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür circa 50.000 Coins. Ein kleines seltene Goldspieler-Pack gibt es auch noch dabei. Und wie gesagt, hier haben wir ein 45k-Pack. Kann sich durchaus lohnen. Also, ich finde, das ist nochmal nett obendrauf. Natürlich sollte man diesen Spieler nicht für dieses Pack machen. Aber das nimmt man dann natürlich gerne mit. Und hier haben wir folgende Bedingungen in der Frankreich-SBC. Da brauchen wir natürlich einen Franzosen. Teamgesamtbewertung 87, Teamchemie 55 und hier ebenfalls 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch und dann haben wir es auch schon geschafft. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite und letzte SBC gelöst. Jetzt haben wir es gleich. Kostenpunkt hierfür 102.000 Coins. Vielleicht auch einfach 100.000 Coins. Aber grundsätzlich will ich es da recht genau nehmen. Aber wie gesagt, die Preise können natürlich auch stark variieren, je nach Marktgegebenheiten. Und lasst es mich mal gerne wissen, für welche Karte ihr euch entschieden habt. Ich finde, wie gesagt, die Passspielkarte deutlich interessanter, wenn ihr vielleicht, wenn euch noch ein Stürmer fehlt oder ein sehr, sehr guter ZOM, ist das natürlich auch eine sehr, sehr gute Wahl, aber nichtsdestotrotz fehlt mir da auf jeden Fall das gute Passspiel und da ist auf jeden Fall dann die Passkarte die bessere Wahl und nach vorne hin geht auch ohnehin schon gut war es, auch mit der Karte, aber ist natürlich dann, ihr müsst euch entscheiden. Okay, das soll es gewesen sein. Lasst mir mal gerne Feedback zu der Karte da, beziehungsweise ob ihr sie macht oder nicht. Ich finde, wie gesagt, ist sehr interessant. Ich hoffe, das zieht sich jetzt noch ein bisschen durch das Event, vielleicht einige SBCs, dass wir dort eine Auswahl haben. Und wenn euch das Video gefallen hat und ich euch helfen konnte, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir helft mit einem kleinen Like oder einem Kommentar. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.